Ich gehe ja schon. Ja, wusste ich doch. Hast du gemeint, dass die wirklich alle meckern? Ah, nee. Ist gut. Klar. Mach ich doch gern. Mortis, ich hasse dich. Ah, immer ich. Mann, immer so, sobald man was Falsches anklickt. Ich habe gar keine Zahnpasta mehr jetzt. Oh. Hey, was soll denn der Scheiß? Okay, ich nehme mal das und leg das da mal rein. Autsch. Ich muss unbedingt wissen, ob ich jetzt durchsucht werde. Ah, keine Ahnung. Ich komme wenigstens endlich mal zu Geld. Ich könnte es eigentlich riskieren, tatsächlich. Ah, wie gerne hätte ich gerne den Schlüssel, um da unten reinzukommen. Das wäre viel einfacher. Ach, fuck. Und abgelegt. Ich bin eingesperrt, ich bin am Arsch. Ah. Das Gute ist, jetzt bin ich hier. Bin ich im Mist gleich los. Okay. Klebeband kann ich dann gleich verarbeiten. Werde ich brauchen. Ich hab's aber reingekriegt. Habe ich nicht irgendwo Zahnpasta geklaut? Ich glaube, das Bleichmittel brauche ich auch nicht unbedingt. In Kombination mit der Tinte könnte ich eigentlich unten schon mal ein Dings herstellen. Hm. Bleichmittel brauche ich mir eigentlich echt nicht aufbewahren. Mal sehen, wer wird durchsucht. Teilblech kriege ich bestimmt auch noch. Okay. Ja. Okay. Ah, oh, das ist doch nicht wahr. Ja. Jetzt bin ich wieder zu doof. Okay, der Händler liegt am Boden, glaube ich. Witch. Ah, ein Seil. Ich bräuchte eigentlich auch die Seile. Kann ich was für dich tun, Mortis? Ey, das wollte ich nicht. Dass ich aber nicht mit dir reden kann. Na klar. So. Naja, vielleicht. Ich bräuchte einfach Tassen, um die fertig zu machen. Die habe ich aber nicht. Dann mache ich mal kurz meinen Job und dann schauen wir mal weiter. Hier. Schenke ich dir. Ein Mob. Ein mopsiger Mob. Und dann schauen wir mal, dass wir den ganzen Müll wieder finden. Oh, ich habe nicht gedacht, dass ich so lange brauche, um hier rauszukommen.
Aber klar, es ist jetzt härteste Gefängnis. Ich unterschätze das immer ein bisschen. Wenn man weiß, wie es geht, wenn es so geht überhaupt. Aber wenn man weiß, wie es geht, ist es wahrscheinlich leichter. Aber wie gesagt, ich mache das hier ziemlich blind. Klar, ab und an schaut man ein paar Sachen nach, aber hoffentlich bin ich da draußen dann auch wirklich schon raus. Nicht, dass dann nochmal irgendwie ein Dings kommt, wo ich mit was machen muss. Ja, das ist Dreck, das ist mein Job. Klauen unsere Jobs. Wenn ich hier durch bin, dann habe ich wenigstens, komme ich an Metall ran. Dann mache ich noch hier Platz und dann komme ich auch an Holz so viel ran, wie ich will. Ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber es müsste funktionieren. Ich frage mich, ob ich das Poster auch. Nee, geht wirklich nur an den Punkten, wo. Wo meine Mauer war. Schade, ich hatte nämlich oben mir überlegt schon, dass ich da vielleicht einfach mal die Mauern so hinstelle und mir vor die anderen Mauer stelle und so im Grunde den Raum verkleinere, aber das wäre wahrscheinlich auch zu leicht und das würde auch auffallen. Okay, Hauptsache ich nicht. Ich habe immer noch keine Ahnung, wofür dieser blöde Hammer ist. So. Oh, ich bin ziemlich erschöpft. Ein Flitzergemälde, kein Problem. Ich muss sagen, ich hätte gerne mehr Arbeitszeiten oder mehr Freizeiten oder mehr von beiden. Ich muss mal kurz duschen. Ah, das tut gut. Ich wäre schon viel, viel weiter, wenn ich einfach durch unter diesen blöden Dingern durchgraben könnte und in diese Schwärze der Mauern könnte. Schade. Mach mal dir weiter. Hier hinten überprüfen sie nicht, das ist so gut. Ey, warte mal. Geht das hier etwa wieder? Ey, leck mich doch am Arsch, Leute. Ich kann diese Mauer nicht zertrümmern, warum geht das nicht? Das ist nicht. Ich finde das nicht mehr lustig. Ach, diese Mauern kann man nicht zerstören. Interessant. Es fängt an, mich zu nerven. Okay, dann mache ich halt einfach mal ein. Na klar, Frühstück. Ah ja, okay. Ja, warte mal, ich muss doch eigentlich das hier machen. Ja, ich gehe gleich anessen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich direkt oben oder irgendwo direkt reingraben. Ich habe gedacht, ich kann das vielleicht irgendwie anders machen, aber es geht anscheinend nicht. Wenn es nicht geht, dann muss ich halt die schwerere Variante wählen. So, dann trifft sich das Abendessen perfekt. Wieso dürfen die ihren Kram behalten? Das ist unfair. Ich hasse euch, Wärter. Ihr stinkt. Ja, es ist voll ekelhaft, die stinken. Admin. Mach Krawall auf Frühstück war's okay. Ich würde gern mehr Dings machen können, mehr gefallen.
Hätte ich schon mal irgendwo angefangen, oder? Ach gut, ich sehe sie wenigstens, wenn sie kommen. Mit dem Poster komme ich da wunderbar überall rein. Ich brauche dieses Holz. Aber ich komme damit hier nicht raus. Ich könnte es schaffen, wenn jetzt gleich wieder Dings ist. Ich muss auch Seile kriegen. Aber dieses Holz wird relativ häufig angeboten. Das kann ich mir immer noch später holen, glaube ich. Ich glaube, ich hebe das Geld mal noch auf. Oh, warte, ich will wissen, wer... Okay. Schnauze. Ja. Was hast denn du noch so? Eine Pfeile bräuchte ich eigentlich auch. Brauche ich eine Pfeile? Oh ja, gerade tatsächlich eigentlich nicht. Ich brauche mehr Holz. Ich muss eigentlich nur beim Holz reingraben, wenn ich so überlege. Bin ich da beim Richtigen? Ich guck nochmal kurz. Klappe. Ich sollte hier oben graben. Ja. Schockierend. Ich muss eigentlich nur das Holz. Ich muss nur beim Holz rein. Ich muss gar nicht zum Metall. Ich mache mir gerade schon wieder unnötig Arbeit, glaube ich. Okay, wie dem auch sei. Wir gehen dann einfach beim Holz rein. Das kann eigentlich auch hier bleiben. Tinte brauche ich jetzt auch noch nicht. Das kann ich dann immer noch später machen, wenn es auf die richtigen Vorbereitungen losgeht. Aber die Frage ist, wo? Das ist echt gewagt hier. Lauter. Frühstück. Danke. Brauche ich nicht. Hast du noch irgendwas? Brauche ich eigentlich nicht unbedingt. Wenn diese Wachen wenigstens Zeit nehmen, dann sie rausgehen würden, wie in San Pancho. Ah, dann wäre es wieder zu leicht. In San Pancho haben sie es eigentlich schon zu leicht gemacht, weil sie einen überhaupt nicht überwacht haben. Ja. Gehen wir schon mal am Mob. Jetzt habe ich wieder freie Haut. Jetzt kann ich wieder machen, was ich will. Zum Beispiel putzen. Putzen habe ich gesagt. Oh, jetzt ist wieder alles voll. Hey, hab ich doch gerade geputzt. Was ist los mit denen? Darf auf dem Boden zu machen. Das ist ekelhaft. Hier, alles voll mit Negerschweiß. Schrecklich. Ich glaube, die Woche wird mal richtig brutal. Dann habe ich noch eine Woche... Und wisst, was, noch nicht fertig? Und dann bin ich 2 Wochen in China. Oh, das wird so schön. Ach, ich habe mein Pensum schon längst erfüllt. Okay, ich habe es nicht mitgekriegt. Ich freue mich echt auf China. Ich habe jetzt ewig drauf, wir haben jetzt, naja, drauf gespart nicht, aber ewig drauf gewartet.
Unglaublicherweise ist Geld nicht das Problem. Die Freizeit ist das Problem. Jetzt, wo ich diese Gefallen mache, habe ich hier das gleiche Problem irgendwie. Ihr wollt mich verarschen? Ihr werdet den doch nicht glauben! Oh, das sind voll die Verräterschweine. So. Vielleicht muss ich doch mir mal eine. Eine Stelle suchen, wo ich die Leute rein hinlocken kann, um das dann zu vermöbeln. Oh, diese blöden Wärter. Diese blöden Gefangenen. Voll die Schweine. Voll die Kameradenschweine hier alle. Ich glaube, die besten schon ganz wirklich bei einem Appell, weil sie alle weg sind. Schnell zum Appell. Wollen die eigentlich auf diese Antwort, ob sie wie Idioten aussehen, eine ehrliche oder eine nette? Oh, vielleicht komme ich heran. Morris? Ich bin doch hier. Eine Wertuniform könnte ich sogar machen. Also von den Wärtern soll ich es auf jeden Fall nicht machen und von den Gefangenen eigentlich auch nicht. Ey, ich hab gar nichts gemacht. Na, die haben mich wieder verpfiffen, die Pisser. Boah, ich fang an ich muss sagen, ich fang an die Insassen mehr zu hassen als die Wärter. Die machen mir gerade tatsächlich mehr Probleme. Geh zu deinem Hofgang, du Affenarsch. Die machen aber auch nicht, was sie sollen. Die machen, was sie wollen. Ist furchtbar. Hatte ich nicht noch irgendwie. Ich muss unbedingt Steve verprügeln. Klappe, der ist Steve. Oh, der hat ein Seil, das hätte ich gern. Mach Platz da. Ich brauche das Seil. Mit den Gefallen habe ich eine Chance, hier an Geld zu kommen und ich brauche viel Geld. Die anderen Sachen hole ich mir später noch. Panzertape kannst du die Kameras ablegen. Also das ist so schwachsinnig. Das ist einfach ein sauteures Unterfangen, mehr nicht. Dieser Tipp war einfach so für den Arsch. Geh mal weg. Ich will nur das Holz. Die wechseln sich aber auch richtig ab, oder? Muss dann sehr, sehr schnell gehen. Ja. Ich glaube, das ist absichtlich so gemacht, dass man gar keine Chance hat, die Wärter zu vermöbeln. Ich kann mir nicht gut vorstellen, dass es nicht gut ist. Wenn wir einmal so einen Wärter down kriegen würden, dann hätten wir wahrscheinlich den Elektroschocker und dann wären wir quasi unbesiegbar. Und das wollten sie wahrscheinlich vermeiden in dem Gefängnis, und das kann ich auch verstehen. Hoffentlich, wenn niemand auf diese Mauer zertrümmert ist, das muss doch auffallen. Die rennen aber auch alle hier rein. Ersche. So, dann muss ich das jetzt gleich machen. Warte.